Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Floating Islands Größe 4x4. Upsala, wir sind in Team Grün, das heißt, wir haben verloren. Nein, heißt es natürlich nicht. Das heißt nur, dass wir die höhere Chance haben, das Spieler leften. Wobei einer aus Gelb auch schon geleftet ist. Ich fände das nur ganz amüsant, wenn wir erst in die Mitte uns bauen würden, bevor wir anfangen, Blumen zu pflanzen. Das hat zwar auch große Priorität. Er zieht das auch durch. Alter, er ist genau wie ich. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe die da hinten gesammelt und vorne hingepflanzt. Hat mir echt Spaß bereitet. Aber erstmal ist es jetzt wichtiger, dass wir in die Mitte gelangen. Ich habe zwei Blöcke noch. Zack, war jetzt nicht allzu stark. Aber immerhin sind wir schon mal beim Eisen, wobei die schon in der Mitte sind, die anderen. Boys aus dem anderen Team da hinten. Da, die sind jetzt auch gerade erst beim Eisen, die Chiller. Ja gut. Ja Leute, wir spielen mal wieder Bed Wars. Ich weiß, in den letzten Tagen kam es mal ein bisschen unregelmäßiger oder ja, das ist, ihr müsst halt damit leben, ja, es ist nicht immer so, dass ich es schaffe, weil ich ja auch andere Dinge zu tun habe. Ich bin ja noch in der Schule, in der letzten Zeit ist so geil, das Wetter draußen, ohne witzig war, oh ja. Man kann endlich wieder richtig schnieke Longboard fahren. Ey, das ist so episch einfach zur Zeit. Schönstes Wetter. Frühling ist sowieso eine mega geile Jahreszeit. Wobei ich den Sommer natürlich auch hart feiere. Aber Winter ist auch mal schön, weil es dann hier drin nicht so heiß ist. In dem sogenannten Zimmer, wenn man PC spielt. Ist dann alles ein bisschen wärmer. So, er kam genau rechtzeitig zurück, damit ich ihn jetzt mir töten kann. Oh, okay. Okay, kann man machen. So, machen wir uns mal essen, damit wir auch ein bisschen regenerieren. Okay, Gletschereis hat das eine Bett von Team Blau kaputt gemacht. Warum nicht, ne? So, jetzt ist Gletschereis aber auch schon tot, aber Team Blau hat auch kein Bett mehr. Das ist eine starke Sache. Im Moment sieht unsere Ausgangssituation gar nicht allzu schlecht aus. Ich werde mir hier kurz das Gold holen. Oh mein Gott, alles klar. Alles klar, wir haben als einzige im Bett. Leute, das ist eine schnelle Runde. Nach 2 Minuten 35 auf dem Bett Floating Island als einziges Team im Bett. Ich würde mal sagen, sowas nennt sich gechillt. So, wir bauen uns das ganz provisorisch hier eben ein bisschen ein. Damit man wenigstens diese 2 Sekunden mehr Zeit hat, dann seinen Gegner zu identifizieren und runterzuschlagen. Ich habe kurz manchmal kleine Frame-Einbrüche, wo ich mich frage, wieso, was der Scheiß soll und wieso das so ist. Aber ist ja auch egal, mal gucken. So. Okay, wir haben 6 Eisen, wir brauchen jedoch genau 7. Ja. Boah, Leute, ich freue mich auch schon so mega auf die Ferien, auf den Urlaub. Ihr wisst natürlich immer noch nicht, wohin das Ganze geht. Aber das werdet ihr auch noch nicht erfahren. Weil ich will euch das erst im ersten Vlog davon sagen. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Vlogs kommen. Also ja, Vlogs kommen. Auf jeden Fall kommen Vlogs. Das wird mir auch richtig viel Spaß machen da. Weil es wird auch, das wird ein echt cooler Urlaub. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ihr wartet am besten einfach mal ab und könnt euch dann auch drauf freuen. Auf Vlogs. Ich freue mich auch ehrlich gesagt schon auf dieses Q&A-Video, weil ich sowas auch schon lange mal geplant habe und ja, das. Ich finde sowas cool, wenn man so ja, Fragen gestellt bekommt und die dann beantworten kann. Das macht mir persönlich auch ziemlich viel Spaß. Und wenn ihr dann auch noch daran Spaß habt, dann ist das ein Traum. Upsala. Ich weiß nicht, sollen wir uns den jetzt direkt holen oder noch ein bisschen mit dem rumspielen? Ich würde sagen, wir spielen mit dem. Nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Danke. Ihr seid auf YouTube. Lasst mal ein bisschen mit dem spielen. Okay, wir dürfen ihn nur nicht gewinnen lassen. Aber wir können ein bisschen mit ihm spielen, ein bisschen playen. Wir können hier zum Beispiel einen schnieken. Oh, er schreibt okay. Er ist cool. So, jetzt ziehe ich mich hier kurz zurück.
Okay, ich habe ihm kurzes Zeichen gegeben, verpiss dich. Ich habe einen Bogen. Verpiss dich, Fräulein. Ich kann es dir richtig hart geben, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, verstanden? Du kommst nicht. Hör auf. Ich werde auch von meiner Waffe Gebrauch machen, wenn das nötig ist. Okay, das entfernen wir hier wieder. So, Fräulein, bleib weg. Okay. Oh, oh, das ist aber unfreundlich sowas. Okay. Das sehe ich schon wieder als brutal an. Und da werde ich mich auch da wird dafür bezahlen, würde ich mal behaupten. Wir haben hier so einen Weg des Todes, wo man drauf sterben kann, wenn man drüber geht. Ist eine starke Geschichte. Holen wir uns hier mal eine Spitzhacke, Blöcke und ein Rückstoßknüppel. Und ja, soweit wollte ich das nicht kommen lassen. Ich wollte nicht, dass der tatsächlich mich tötet. Ich wollte ihn jedoch ja auch nicht töten, wie man am Anfang gesehen hat, aber dann wurde er immer aggressiver. Und irgendwann habe ich dann halt noch versucht, mich nicht sterben zu lassen und ihm eine Kombo zu geben. Hat dann im Endeffekt nicht ganz so funktioniert, weil er halt einfach den übelsten Vorteil hatte, weil er einfach den ersten Hit gelandet hat. Die ersten mehreren Hits. Und jetzt geht im Hintergrund das Telefon. Ich hoffe, man hört das nicht zu laut, weil sonst stelle ich mir das ein wenig nervig vor. Okay, also jetzt will ich aber meinen Tower hier bauen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ein wunderschöner alter Tower. Will er mich jetzt provozieren? Aua! Er hat mich getötet. Boah, der ist aber auch ein Sneaky Boy. Dann schreibe ich mal, lass es uns beenden. Okay, beenden wir das. Pass auf, jetzt wird das nämlich richtig easy, wenn wir einmal ernst machen hier alle. Weil ich hätte ihn gerade schon richtig leicht runterkicken können, als er mir an der Treppe vorbeigegangen ist. Wäre easy gewesen, habe ich nicht erledigt. Und ja. Mal gucken. Mal gucken, meine Freunde, mal gucken. So. Let's do this. Ist er da? Nee. Paranoid hier, der Torben. Das war mein Bruder, der meine Tür zugemacht hat. Weil wir, und jetzt hört man den auch da hinten noch irgendwo. Nee, nee, so nicht. What the fuck hat er mir einen Hit gegeben, ey. Das war ja über die komplette Map fast. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt verlässt ihr ein einfaches Team. Das könnte jetzt... Oh, okay. Och, oh, oh, okay. Sehr gut. GG würde ich mal dazu sagen. Ja Leute, war doch eine ganz entspannte Runde hier, 10 Minuten lang am Ende noch. Wir hätten das Ganze auch schneller machen können, haben wir nicht gemacht, um euch halt ein bisschen so noch... Ich versuche in letzter Zeit so ein bisschen die letzten Spieler noch so, ja, ein bisschen zu spielen mit denen. Und ja Leute, wenn ihr sonst irgendwas mich weiterhin fragen wollt für den Urlaub oder so, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Moment, ich möchte mir jetzt eine schöne Kulisse suchen. Hier ist ja eklig. Lass uns da hinten an den See stellen, okay? Hier, guck mal. Unter so eine Palme, das ist ja traumhaft. So, also Leute, wenn ihr sonst noch Fragen habt an mich, schreibt die bitte gerne in die Kommentare. Ihr könnt mich alles fragen. Ich werde alle Fragen, die nicht zu privat sind und sowas, beantworten. Okay, erstmal husten. Und ja, dann würde ich mal sagen, Leute, sieht man sich im nächsten Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren und lasst eine positive Bewertung für dieses Video da. Haut rein und ciao.